hier können an ausgesuchten Sonderflächen klassische Pflege nach Vertragsnaturschutzqualität ohne Düngung und mit Schafbeweidung oder Maat machen. Wir haben mit den Landwirten und Schäfern, die drumherum sind, für diese gelben Flächen von Anfang an sehr einvernehmliche Pflegeverträge geschlossen. Und die Blaugrasrasen im Erweiterungsgebiet werden genauso behandelt. Die werden weiterhin beweidet und gepflegt, liegen aber nicht in der Kernzone. Wir haben in der Kernzone einige Kulturbiotope aufgegeben und dafür die anderen umso besser entwickelt und gepflegt. Also das lässt sich gut vereinbaren, ist international auch abgesichert, wenn es auf unter 25% der Fläche gesteuert wird. Vielen Dank. Also kriegt man dann auch im Nationalpark mit großem Kernzonenanteil kulturhistorisch bedeutsame Flächen durchaus gepflegt und es ist nicht so, dass dann solche Flächen automatisch zu Wald werden.